So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem 3D. Freundlicher Empfang mal wieder im Gefängnis. So, können wir uns hier noch ein bisschen was an. Dings holen. So, Pistolenmuni. Nett, nett. Dahinter scheint noch jemand zu sein. Ja. Ah. Okay, wir haben allerdings nur noch 3 Schuss. Wo kommst du denn her? Jetzt haben wir noch 2 Schuss. Oder hat jemand, glaube ich, eine Menge Seife fallen lassen? Oh, wir haben Boots. Cool. Treten wir jetzt stärker zu, oder wie ist das? Da müssen wir wahrscheinlich dann drüber hüpfen. Scheint so. Gut, Muni. Ungünstig. Wieso sterben die davon eigentlich nicht? So, dann versuchen wir das Ganze gerade nochmal. Kann ich da direkt wieder zurück? Mehr oder weniger. Die Herren. Ah, da ist sogar eh noch einer. Was hältst du denn davon, wenn wir dich immer so ausschalten? Dann, Ne, gut, das bringt nichts. Obwohl, ne, wir kriegen ja direkt hier wieder Shotgun-Ammo. Dann, ja, holen, raushüpfen und gucken, dass wir es überleben. So, schon mal nicht. Okay, es zerlegt sie wohl doch. Ich müsste halt mal gucken, wie die Dinger hier gepolt sind. So, du darfst jetzt trotzdem mal dran glauben. Hep. Ich glaube, ich habe es diesmal sogar gerade überstanden. Das ist gut. Nein. Speichern bitte. So, dann können wir ja noch gerade mal hier unseren... Oh, der Holotür wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aufladen. Da war noch eine ganze Menge mehr. Wenn mich nicht alles täuscht, scheinbar nicht. Oha, ich schätze mal, da müssen wir hin. Zum U-Boot. Where is it? Okay, da können wir aber erstmal nichts machen. Hier waren... Ach genau, hier war die Dings. Haha. Wer kann mich nicht treffen? Wer kann mich nicht treffen? So, gelbe Zugangskarte bringt uns was? Stimmt, dann haben wir das letzte Mal gar nicht erledigt. Wir können jetzt hier weiter. Und da... Okay, wartet jemand? Wie es scheint... Gut. Ich bin doch irgendwie ganz vorsichtig hier in dem Level. Die Herren? Okay, da draußen warten noch ein paar auf uns. Nicht so schön. Oh. Das sieht auch nicht freundlich aus. Gut, und da haben wir schon aufgeräumt. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Hier noch irgendwas versteckt? Nö.
Der Kollege wäre platt. Der tut es ihm gleich. Oder oben ballert irgendein automatisches Geschütz. Das will mir gar nicht so gefallen. Oh, hi. Und halt die Kollegen. So, da wir leben, das hole ich mir mal fix. Danke. Dann geht's dir mal an den Kragen. Ah, das sind die Dinger aus Teil 2. Schön. Die wir dann nur mit Raketenwerfer kaputt kriegen. Die Frage ist, was sollen wir jetzt hier draußen noch? Ach, guck mal, Muni. Danke. Da ist auch nichts versteckt. Fürs Erste. Da wäre noch eine Karte. Ah ja, gut. Und damit können wir, glaube ich, jetzt in den anderen Bereich hier. Danke fürs Durchlassen. Das ist ein Hologramm, oder? Das wollen wir doch mal sehen. Ja. Ein Hologramm. Du kannst doch mal weg. Okay, die Dinger brauchen wir immer noch nicht. Tja, die Frage ist, kommen wir da irgendwie hoch? Ne, Mist, ich wollte da doch drin bleiben. Da ist ja auch noch eine Tür. Ja, genau, das hatte ich vor. Auf Wiedersehen. Dann schalten wir hier mal um. Stimmt, die Dinger haben wir immer noch nicht zerlegt. Ah, okay, und da können wir dann wieder rumdrehen. Okay, gut, gut. Moment mal, kann es sein, dass ich vielleicht doch hier so ein Ding abgeschaltet habe? Ja. Okay, dann müssen wir das andere nachher noch machen. Du kannst da mal weg. Oh, Pistolenmuni mal wieder voll. Da kommen wir nicht rein. Soll die unten vielleicht auch mal machen, genau. Wie gesagt, das bringt ja doch was, weil dann was freigeschaltet wird. Ach, und dann kommen wir wieder hier runter. Okay, gut. Wieder relativ am Anfang gelandet. Aber das geht ja hier relativ fix alles. So. Da ist noch zu. Na gut, dann gehen wir nochmal runter. Wir öffnen das andere Ding noch. Tü-tü. Ja. So, da ist schon offen. Nee, noch nicht. Jetzt ist offen.
Na? Hier war ich auch noch nicht. Allerdings ist da noch versperrt. Gut, wahrscheinlich können wir das dann da hinten irgendwo abschalten. Okay, dann möchte ich gerne wieder zurück. Ja, Pistolenmuni mitnehmen. Und ein paar Schweinchen zerlegen. Klappe. Gut, da draußen wird er noch mehr oder weniger erfolgreich geballert. Die Frage ist, war das jetzt alles? Wo kommst du denn auf einmal her? Nimm mal Licht beim Baden. Stirbseife. Können wir nicht hier noch irgendwas mitnehmen? Und damit können wir hier nur auf und zu machen, oder? Ah! Moment, nachladen. Danke. Okay, alles klar. Dann machen wir da mal Stück für Stück auf. Hm, Raketenwerfer. Wenig Medikit. Und das bedeutet auch einfach alles zu. Gut, dann schauen wir doch hier nochmal weiter. Was haben wir denn hier noch alles? Kein Gegner? Okay. Jetzt können wir wieder die Munition hier mal aufnehmen. Da mal Gegner wieder. Geht doch. Und ein Secret gefunden. War aber jetzt auch relativ auffällig hier. Okay, da können wir schon mal nichts machen. Dann müssen wir, glaube ich, doch wieder den normalen Weg zurück. Tja, bringt uns, glaube ich, aber immer noch nichts, um die Laser da hinten abzuschalten. Ich werde hier nochmal abspeichern, ich traue diesem Raum nämlich nicht. Aber ich glaube, hier können wir echt nichts mehr machen. Das war wirklich nur für die Keycard. Haben wir denn hier was, wenn wir alles umlegen? So. Ne, hier haben wir auch keinen Durchgang oder irgendwas in der Art. Tja. Bleibt nur die Frage, wie wir diese Laser noch deaktivieren können. Ja, da haben wir schon aufgeräumt. Da brauchst du gar nicht so rumzugrunzen. Oder müssen wir vielleicht, wenn wir hier sind, die Dinger nochmal umstellen? Und haben vielleicht jetzt hier freie Bahn? Nee, wollte ich nicht. Leider nicht. Gut, können wir auch nicht abschießen. Ah, wir haben hier aber einen Lüftungsschacht. Mit Leben. Gut. Hm.
Hier habe ich aber schon alles mitgenommen, soweit. Jetzt können wir jetzt hier die Medikits mal an uns nehmen. Tja, wie schalten wir das da oben ab? Den man Gegner durchlaufen lassen. Ich glaube, wir haben hier keinen Gegner mehr großartig. Ich habe jetzt auch hier... Es hat mir... Aua. Im Großen und Ganzen nichts gebracht. Halt ein bisschen Muni und so. Aber ich glaube, irgendwelche Schlüssel-Items gab es da drin ja nicht. Mach dann hier vielleicht gerade noch mal auf. Kann ja nicht schaden. Denke ich mir mal. Ich speichere mal und gucke, ob ich da durchrennen kann. Nein. Wie viele Pipe-Bombs haben wir denn? Ich glaube, gar keine mehr. Oh doch, wir haben sogar noch welche. Sieh meine an. Ich habe das Rätsel gelöst. Ach, hier ist eine Karte, okay. Ist halt die Frage, ob das wirklich so viel bringt. Und die Frage, was haben wir da draußen noch? Ich glaube, hier konnten wir ja nichts mehr mitnehmen. Nee, da geht es auch noch nicht weiter. Kommen wir da überhaupt hoch? Aua. Ich habe so meine Zweifel. Noch kein Jetpack mehr. Nö, ich kann ja auch nichts erkennen, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Tja, bin ich gerade tatsächlich ein bisschen ratlos. Ganz zurück an Anfang sollte er, glaube ich, nichts mehr großartig bringen, oder? Unten war ja nur dann die Sache mit den... mit der Auffrischung. Ah, guck mal. Hätten wir uns vielleicht vorher mal holen sollen. Hätte das ein wenig einfacher gemacht. Vielleicht in der Kirche noch was machen? Aber das war's dann wohl hier. Ja, und hier waren dann noch die kleinen Secrets gewesen. Können wir vielleicht hier irgendwas abschalten? Geht das so? Keine Ahnung. Macht nicht so den Eindruck. Na gut, dann muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. An der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Ciao, ciao.